Das Ende naht. Und ich werde euch den Weg weisen. Denn ihr seid meine Kinder und ich bin euer Vater. Schatz, schön, ihn zu sehen. Aber ist der da draußen? Wenn's nach der Sekte ginge, würden wir alle verhungern. Hier muss man sich sein eigenes Essen jagen. Sowas wie diesen Nebel habe ich noch nie gesehen. Das hätte ich nicht besser sagen können. Ich hätte nie gedacht, dass diese Waffe mal so viel benutzt wird. Ich habe gesehen, wie die Kultisten bei ihrem elenden Kloster eine Frau in eine Art Kapelle gezerrt haben. Du hast dich im Gefängnis voll reingehängt. Angels werden für einfache Arbeiten und als menschliche Schutzschilde missbraucht. Sie tun mir fast schon leid. Sorry, ma'am. Unterwegs! Bitte. Ich hab keine Zeit für sowas! Verdammt! Hallo? Eine ältere weiße Frau hat um Hilfe gebeten. Willst du mich einfach ignorieren? Was ist nur aus diesem Land geworden? Diese elenden Dreckskerle haben mein Haus überfallen und wollten meine Peaches ermorden. Jetzt ist sie losgerannt, um Rache zu nehmen. So wie ich sie kenne, wird sie die Sektenhippies ordentlich durchkauen. Wahrscheinlich lungert sie auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch, also sind diese Versager von Eden's Gate sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie. Und denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drapmentussi vom Yachthafen. Für eine Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück. Ich werde nicht ruhen, bis wir unsere Heimat wieder haben. Das sage ich dir. Das siehst du richtig.
Mutti, verdammt! Ich sehe was, was ihr nicht seht! Bin unterwegs! Achtung! Der Vater findet dich überall! Wir können siegen! Seid ihr denn? Feindgesichtet! Wie bitte? Wo? Vorsicht, Puma! Lade ganz knapp! Aber 100 pro! In Bewegung! Bin unterwegs. Durchsucht das Anwesen. Dieser Killer-Puma muss sterben. Diese durchgeknallte Alte versteckt ihn irgendwo. Ich rücke vor. Schon gut. Ich einfach hier sterben. Ganz ehrlich, ich hab nicht geglaubt, dass ich dich wiedersehe. Ich dachte, du wärst nicht der hellste Stern am Himmel, aber da lag ich wohl falsch. Zum Teufel! Warum behältst du die verdammte Katze nicht einfach? Ich war froh, mich die letzten Tage nicht um ihr beharrliches Verlangen nach Futter, Wasser und Aufmerksamkeit kümmern zu müssen. In Ordnung, kannst gehen, wir sind fertig. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen, aber ich glaube... Gut. Pass auf dich auf. Peaches ist ein garstiges Vieh, aber sie ist mir trotzdem noch lieber als Mabel. Ich bin nicht so der Katzenmensch, aber ihr schmeckt Peggy-Blut. Und die sehen sie erst kommen, wenn es schon zu spät ist. Unterwegs! Deckt mich! Kultisten voraus! Unten bleiben! Da bist du! Bin unterwegs! Oh!
der Suche stattfindet. Ich suche mir einen besseren Winkel. Verdammt nochmal! Gut mitgedacht. Ich muss meinem Schutzengel danken. Whitetail-Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. Gehört, dass Jacob einen von diesen Deputies erwischt hat? Inzwischen ist hier niemand mehr sicher. Ich habe Judges in der Nähe gesehen. Wenn sie Chad wittern oder das, was er kocht, ist er erledigt. Also los jetzt. Ich will nicht tatenlos zusehen, wie noch ein guter Mensch stirbt. Schauen wir mal richtig auf die Kacke. Versteh mich nicht falsch. Ich nehme diese Sache sehr ernst. Aber ich vertraue auch auf unsere Leute. Werden wir bereit sein.
getan. Mutter Natur interessiert es nicht, wer du bist oder woher du kommst. Sie beseitigt ohne Mitleid oder Empathie. Nur die Starken überleben. So war es zumindest mal. Wissenschaftler manipulieren die Natur seit Ewigkeiten. Doch sie sind es falsch angegangen. Sie haben uns weich gemacht. Sie haben uns bequem gemacht. Sie haben uns krank gemacht. Aber wenn ein Bauer finde dich! Und dann tauchen sie entsprechend ihre Eigenschaften auf. Er will dann nicht haben, die Minderwertigen. Ich wechsle die Stellung! Ja, ich hab einen getötet! Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein übles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Die Peggy. Du hast meine Daten. Ich weiß es nicht, dass wir unsere Waffen mit Motoröl schmieren müssen. Verstanden. Siehst du? Seine Visitenkarte. Unschuldige, bei lebendigem Leib verbrannt. Die verdammte Sekte krallt sich jeden. Die zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Dem ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde ausdünnen, nennt er das. Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr, weil es keiner glauben wollte. Thank you.
Null! Mist! Für die Gläubigen! Den ganzen Quatsch abgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Okay, wir haben es fast geschafft. Da ist eine bessere Stelle! Sehen. Aber dafür ein paar Eingesperrte. Er behandelt Menschen wie Tiere. Eingepfercht in Käfig. Okay, ziehen wir das durch. Aber halt den Kopf unten. Wenn sie uns entdecken, sind die Geiseln tot. Alles klar. Jacob einen seiner Leute losgeschickt, um eine Familie abzuholen. Eltern und Kinder. Als erstes hungerte er sie aus. Gab ihm nichts. Noch nicht mal Wasser. Nach 3 Tagen waren sie so durstig, dass sie ihre eigene Pisse trinken mussten. Aber die Kinder wollten nicht. Also haben die Eltern sie gezwungen. Sie haben es gleich wieder ausgekotzt. Das gefiel dem Koch nicht. Also hat er die Eltern an Pfählen in der prallen Sonne aufgehängt. Wir haben Jäger, die Leute ausfindig machen. Und sie töten sie nicht, sie wollen sie lebend für ihre Armee. Komm, Meets, Meets. Warte, ich glaube, ich habe was gehört. Deputy. Danke. Oh Gott. Der Koch hat die anderen in die Grube gebracht. Es schert keinen, was mit uns passiert. Er hat mich um... Knappes Ding. Danke. Was für ein...
einen Haufen Arschlöcher. Gehen wir. Der Koch hatte also die Eltern an Pfähle gebunden und wollte den Kindern etwas Wasser geben. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Verhungern sagten sie ja. Begannen um Essen zu betteln. Ob sie Schweinefleisch wollten, fragte er. Das wollten sie. Also ging er zu den Eltern raus, zog ihnen die Schuhe aus und begann, das kleine Schweinchen ging auf den Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen erhielt. Schweinchen mehr übrig. Also lachte er und zündete die Eltern an. Die Luft füllte sich mit dem süßlichen Geruch von Brunzeln. Ich bin allergisch gegen Katzen. Ich werde diesen Geruch nie vergessen. Als sie endlich zu schreien aufhörten, sah ich mich um und er war einfach weg. Verschwunden. Kleine Katze in der Nacht. Sie in jedem Fall sind Koch. Nicht nur Zivilisten, wir haben auch viele von der Miliz. Flattern, ha? Huh? Okay. Das war's dann wohl. Rutsch hatte recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden. Und jetzt? Ich weiß nicht, was. Was soll ich denn jetzt tun? Dutch hatte in letzter Zeit mit vielen Sachen recht. Die Sekte. Eli. Vielleicht liegt er ja auch bei dir richtig. Wenn du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und danke für alles, was du getan hast. Hier sammle ich tolle Geschichten, die ich meinen Enkeln erzählen kann. Cool, wenn du meinst.